Wissen Sie noch, was Sie am 11. September 2001 gemacht haben? Ich war 14 Jahre alt am 11. September 2001 und gerade in die 9. Klasse am Ostalb-Gymnasium in Bopfingen gekommen. Ich weiß noch, dass es ein Dienstag war und dass ich keine Nachmittagsschule gehabt habe. Ich bin nachmittags nach Hause gekommen, hätte eigentlich Hausaufgaben machen sollen und habe mich davor gedrückt und habe durchs Fernsehprogramm gezappt, solange bis Zappen keinen Sinn mehr ergeben hat, weil auf allen Kanälen nur noch das Gleiche gekommen ist. Ich lebte zu der Zeit in Brandenburg und arbeitete als Reporterin für den damaligen Ostdeutschen Rundfunk Brandenburg. Und ausgerechnet am 11. September hatte ich frei. Aber ich weiß noch ganz genau, ich war eingeladen bei einer Freundin, die hatte mit ihrem Mann einen alten Gutshof inmitten in der Lausitzer Pampa übernommen. Und wir saßen da beide, ich mit meinen knapp 2- und knapp 5-jährigen Kindern. Wir saßen beide in der Küche, Kinder wuselten so um uns herum und plötzlich rief mein Mann an: Macht unbedingt mal den Fernseher an. Ja, also ich war Schüler und habe im Nachmittagsunterricht zunächst gar nichts mitbekommen. Später saß ich dann im Bus nachmittags 3:30, 4 und da kamen dann erste Nachrichtenfetzen mit Börsen reagieren, New York. Ich habe es erst gar nicht richtig zuordnen können. Als ich nach Hause kam, lief schon der Fernseher und ich blieb im Wohnzimmer dann stehen und habe dann die brennenden Türme gesehen. Ja, ich war arbeiten in der Redaktion in Schwäbisch Gmünd. Ich glaube, da kann sich ja so ziemlich jeder noch an dieses Datum erinnern und was er da gemacht hat, so ist es bei mir auch gewesen. Ich bin, so erinnere ich, von einem Termin zurückgekommen bei der Schwäbisch Gmünder Stadtverwaltung. Ich habe damals bei der Gmünder Tagespost gearbeitet und kam rein in das Redaktionsgebäude, in die Redaktionsräume. Und da lief der Fernseher, der stand oben so auf so einem Regalbrett, ein uraltes Röhregerät. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, war es ein Saba oder ein Grundig. Und da sind alle drumherum gestanden und haben raufgeschaut. Ich kam hier zurück in die Redaktion. Das war so 3:30 etwa. Und da sagte mir ein Kollege: Hast du schon mitbekommen? Es ist ein Flugzeug ins World Trade Center geflogen. Und welche Emotionen haben die Bilder bei Ihnen ausgelöst und konnten Sie das damals dann schon irgendwie einordnen? Also ich habe voller Entsetzen diese schrecklichen Bilder aus New York verfolgt, aber wirklich einordnen konnte ich es noch nicht. Das kam dann erst später, als ich begriffen habe, welche Auswirkungen das auf die ganze Welt gehabt hat. Wir waren erstarrt vor Schreck und sahen gerade so, wie das zweite Flugzeug in den Tower reinflog. Wir haben eine Zeit noch weitergeschaut und dann rief mein Mann wieder an. Und der ist sonst ganz unerschrocken und in dem Fall aber sagte er: Gerade gab es einen Angriff aufs Pentagon. Wir sind hier nicht weit weg von Berlin. Wer weiß, das sieht fast wie Krieg aus. Mir wäre es lieber, ihr würdet nach Hause kommen. Und das haben wir dann auch gemacht. Ich weiß, bin mit meinen Kindern heimgefahren und wir haben den ganzen Abend vorm Fernseher gesessen. Ich weiß es noch genau. Dass es ein sehr surreales Gefühl war und die Ereignisse haben sich ja auch überschlagen. Ich habe die Wiederholungen gesehen von den Flugzeugen, die einschlagen, und während die Wiederholungen kamen, sind dann die Türme eingestürzt, das war dann live und ja, das hat mich schon ziemlich beschäftigt. Doch, die Tragweite war mir schon bewusst. Also es war klar, was für eine Dimension dieser Angriff, diese Angriffe hatten. Und natürlich konnte man zu dem Zeitpunkt noch nicht ahnen, was sich dann letztlich daraus entwickeln würde. Aber diese Dimension, die war mir schon klar. Und können Sie sich dann noch an die Stimmung in der Redaktion erinnern? Also das muss ja was ziemlich Außergewöhnliches gewesen sein. Alle waren völlig aufgeregt und ich habe mich dann natürlich von dieser Aufregung spontan anstecken lassen. Und dann haben wir natürlich versucht, was man tut, nach Nachrichten gegiert und geschaut, wie man was beikriegt. Aber die war ja total unklar zunächst. Es war sehr außergewöhnlich, ja. Ich kann mich daran erinnern, dass wir uns beraten haben, ob wir ein Extrablatt machen sollen. Haben uns Informationen besorgt, die man verwenden konnte. Wir hatten damals noch einen Ticker von dpa. Da konnten wir dann so die ersten Meldungen rausziehe, haben die reinklopft in unser Redaktionssystem, haben noch schlechte Bilder geguckt, die wir völlig illegal vom Fernseher abfotografiert haben, haben die reinpackt. Ein paar hundert Stück durch den Drucker gejagt und dann im Bahnhof verteilt und ich glaube auch noch in der Innenstadt. Ja, war ein spannender und langer und intensiver Tag und wir haben das dann natürlich auch in unsere Tageszeitung transportiert, haben mit Amerikanern gesprochen, von denen wir wussten, dass sie in Schwäbisch Gmünd leben, haben
die ihre Gefühle ausdrücken lassen. Und das haben wir auch in den nächsten Tagen danach nachgehalten. Und hat das Ereignis auch langfristig für Sie persönlich auch Folgen gehabt? Na, ein bisschen, also in den ersten Jahren und jetzt ja dann vor einigen Jahren auch, diese Angst vor Terrorangriffen, die reiste immer so ein bisschen mit. Und wenn wir damals von Cottbus aus nach Berlin fuhren, das sind ja nur 80 Kilometer, und bewegten uns da im Regierungsviertel, dann hat man schon unwillkürlich oft zum Himmel geschaut und hat, wenn man Flugzeuge hörte, geschaut, wo fliegen die jetzt wohl hin, was passiert da? In den Tagen darauf hatte ich Urlaub und normalerweise bin ich im Urlaub ein Nachrichtenvermeider. Aber ich weiß, wir hatten für die beiden Hunde und uns ein Ferienhäusle gemietet in der Toskana und wir haben mehrfach am Tag Nachrichten geguckt. Sonst hat sich für mich nicht so wahnsinnig viel verändert. Für mich ganz persönlich hat es bedeutet, dass das der Tag war, an dem ich wirklich begonnen habe, mich für Nachrichten zu interessieren, für Politik und für Zusammenhänge in der Welt. Also ich habe begonnen, mich mehr für New York zu interessieren und zwei Jahre später war ich dann auch in Ground Zero 2003, habe mir dann das Loch angesehen, bin drum rumgelaufen. 2004 war ich nochmal dran, habe dann die Bauarbeiten beobachtet. Fünf Jahre später, 2009, haben sie dann so ein Visitor Center aufgebaut, das ich mir dann besichtigt habe mit Überresten, die sie gefunden haben in den Trümmern, Schuhe, Handys, zerfetzte Feuerwehruniformen. Das war schon krass und ich habe das dann sehr intensiv verfolgt, bis 2014 dann das neue One World Trade Center dann entstand mit der Gedenkstätte. Und ich werde nie vergessen, wie ich dann Rosen, das waren ja knapp 3000 Opfernamen, die da drumherum reingemacht wurden in die Balustrade. Und da waren in einzelnen Namen dann weiße Rosen. Und als ich dann erfahren habe, ja, ein New Yorker Florist spendiert jede Woche einen Strauß weiße Rosen und die werden dann in die Namen der Opfer gesteckt, die an dem Tag Geburtstag haben. Das war dann auch nochmal so ein Gänsehautmoment. Also so hat mich das dann 10, 15 Jahre dann begleitet.